Borussia Dortmund gegen den ersten FC Nürnberg. Erster Auftritt auch für die beiden Mannschaften beim diesjährigen Turnier. Die nächsten Spieler, die wir also gemeinsam kennenlernen hier. Zwei absolute Spitzenmannschaften in ihren Ligen. Der erste FC Nürnberg, Tabellenführer der Landesliga. Die Tormaschine hier im Teilnehmerfeld, die haben es geschafft in 13 Saisonspielen. Wir nehmen erst die Chance noch mit. Aber geklärt, war gar nicht schlecht gespielt, gar nicht schlecht gedacht. Also die Nürnberger in 13 Saisonspielen 60 Tore erzielt. Damit die absoluten Ballermänner hier im Teilnehmerfeld. Und das erste Tor, wo wir schon mal Ballermann sind, für Borussia Dortmund. Durch Ware Parkia. Das ist übrigens der Top-Torschütze der Dortmunder in der Westfalenliga mit 6 Saisontoren. Also eine wunderbare Überleitung, die dieses Spieler hergegeben hat, wenn wir so von Ballermann zu Ballermann gehen. Ware Parkia mit dem ersten Tor für die Schwarz-Gelben bei ihrer 15. Turnierteilnahme. Stand nur einmal im Endspiel, 2007. Noch kein Turniersieg. Es würde mal Zeit werden für den BVB. Ball ist mal geklärt von Leon Klusmann, dem Torhüter der Borussen. Zwei Bälle im Spiel. Und weiter geht's jetzt. Ballbesitz für die Nürnberger. Denn auch hier beim Einschießen gilt die 4 Sekunden. Ja, wir kriegen das alles hin. Michael Schäfer, jetzt haben wir den richtigen Tatort gewonnen und können weitermachen. Schussversuch aus der Distanz. Klasse abgelegt, der Ball unter die Latte. Nächste große Möglichkeit für den BVB. Jetzt zieht er klasse durch, wieder Weicker, der Torschütze von eben. Aber er macht hier einen guten Eindruck. Dortmunds Nummer 11. Gut geklärt und guter Schussversuch. Das war das Außennetz von Tim Böhmer. Er übrigens im Abrufkader der U16-Nationalmannschaft gewesen. Ware Parkia, unser Torschütze von eben, der war mit. Der Angreifer, ja, in La Manga unterwegs gewesen. Dortmunds Nummer 11, der nächste Nationalspieler, der hier in Lübeck auf dem Parkett ist. Albin Taki, Dortmunds Nummer 2 übrigens, ebenfalls amtierender Nationalspieler, auch mit hier dabei. Und Reling Hitemi, auch er dabei. Also der BVB hochkarätig angereist. Wir haben sogar noch einen auf Abruf. Das ist Lloyd Kufur. Insgesamt also mal eben 5 Stamm- bzw. erweiterte Nationalspieler hier im Kader der Borussen. Hochklassig besetzt, also unterwegs hier in Lübeck. Und das freut uns natürlich, wenn die Vereine ihre besten Spieler schicken. Und das kann man hier beim BVB ganz klar bejahen. Fieberts, Nürnbergs, Bank mit. Guter Ball in die Bande, das war ein Foulspiel. In die Beine an Kelvin Minevic. Ballbesitz Dortmund. Ball wieder zurückgepfiffen. Kleine Ermahnung
Und auf Pfiff. Wird gepfiffen, Anweisung für Adrian Oeynhausen. Der tiefer Ball. Ja, hier Dortmunds Trainer gerade im Bild. Peter Wacinski, 48 Jahre. Seit dem 1.7.2000 beim BVB tätig. Wieder tiefer Ball, fast das Missverständnis. Und jetzt der schneller, gute Abwurf, aber da war der BVB aufmerksam. Das Duell an der Bande, kein Foul. Spiel läuft weiter, jetzt das Ganze gepfiffen an der Bande. Weiter Abwurf wieder. Aber Dortmund ist da bisher recht aufmerksam. Alle zurückgelegt und mit vielen Spielern hinter dem Ball. Wieder konsequent geklärt. So ganz links. Das müsste vielen Fußballfreunden ganz bekannter sein. Das Phantom, da haben wir auch eine Großaufnahme. Marek Mintal. Ex-Bundesliga-Torschützenkönig. 121 Bundesligaspiele gemacht. 32 Treffer. 6-mal UEFA Cup. DFB-Pokalsieger ist er geworden und wie gesagt Bundesliga-Torschützenkönig. Also ein ganz, ganz prominenter Mann hier an der Bande. Vorher Trainer der U19, war da auch schon in Stimmwede beim dortigen Pfingstturnier und jetzt hier in Lübbecke an der Bande. Eines der ganz bekannten und großen Bundesligaspiele Anfang der 2000er. Das war ein Freistoß für Nürnberg, Rilind Hitemi. Der Nationalspieler mit dem Foulspiel. Abgelegt, geblockt, das war etwas einfallslos. Mit dem Kopf durch die Wand. Nürnberg kommt nicht so richtig zu Möglichkeiten. Das war wieder gut gespielt. Die beiden Nationalspieler im Zusammenspiel und dann fehlt der Ball rüber. Jetzt der lange Abwurf, aber da ist Leon Klusmann ganz entspannt. Der Torwart, der Dortmunder. Wieder tiefer Ball. Dortmund zieht das Feld groß, ziehen die Spieler immer wieder tief, um ganz viel Spielraum zu haben. Und haben natürlich dann die technischen Stärken hier von Waren Pakia. Ball jetzt rübergelegt. Große Möglichkeit für Nürnberg, aber wieder geblockt von Lloyd Kufur, dem Nationalspieler, auf Abruf. Das Versuch geblockt. Ball sollte jetzt geklärt werden. Das passiert auch in diesem Moment. 1-gegen-1 Versuch hier. Wieder die super Ballbehandlung, klasse, umgezogen! Wunderbare Einstellung hier, wunderbares Tor! Wieder von Ware Pakia. Boah, das war klasse! Diese enge Ballbehandlung da. Wunderschönes Tor. 2-0 BVB. Also dieser neue Livestream, das war gerade nochmal der ultimative Beweis, ist ein riesen Mehrwert, den wir hier haben. Wunderbare Bilder, die es hier gibt.
Das war mit der Hacke klasse gelegt, nochmal quer gelegt. Die Dortmunder, die zaubern hier schon ganz früh im Turnier. Wieder Ballbesitz BVB. Es wird munter durchgewechselt. Ömer Özcan jetzt am Ball. Ja, 4 Sekunden waren abgelaufen. Jetzt Nürnberg, aber Özcan schaltet sofort um. Geht sofort ins Gegenpressing. Die Dortmunder sind hellwach. Nürnberger letzte Woche beim Norit Cup in Dettelbach unterwegs. Das ist so das zweite große U16-Turnier in Deutschland. Haben dort einen 3. Platz erreicht. Waren also richtig gut unterwegs. Heute sieht es so aus, als würden sie mit einer Auftaktniederlage in den Freeway Cup starten. Jetzt haben sie hier nochmal den Ball. Minute 15 haben wir noch auf der Uhr. War noch geblockt. Nächster Eckball. Rausgeholt von Lami Turay vom BVB. So, über die Bande gespielt, aber da fehlte dann der Abnehmer. Aber Dortmund geht nicht mehr ins letzte Risiko, hat nochmal den Schussversuch und ganz überlegt von Albin Taki, dem Nationalspieler des BVB. Spieler mit der Nummer 2. Da fehlt der Dortmund-Schall. Also die Mini-Südtribüne auch in Lübbecke. Da nochmal klasse verladen und unten links reingenetzt zum 3:0. Ist ein Ausrufungszeichen, was der BVB hier aussendet. Ganz, ganz früh im Turnier. Mit denen ist zu rechnen. Würden sich jetzt mit einem 3:0 Erfolg, den hat er noch geholt, auch in der Live-Tabelle ganz nach oben setzen. Vor Leipzig, vor Hertha mit jeweils 3:1 Siegen. Noch ist das Ding aber nicht vorbei. Uhr war zwischenzeitlich angehalten. Es sind jetzt noch 25 Sekunden auf der Uhr. Uhr ist wieder angehalten, war nicht eingeschossen. Nochmal quergelegt, die Drehung. Und der Treffer! Und was für einer! Zum 3:1, 19 Sekunden vor Schluss. Also, zu früh gefreut. Auch der BVB momentan mit 3:1, somit Punkt und Tor gleich mit Hertha und Leipzig. Auch wenn sie jetzt noch mal was versuchen. Oder kommen die Nürnberger noch mal? Schlusspfiff! Der BVB gewinnt seine erste Partie. Verdient mit schönen Toren und einem schönen Spiel mit 3:1. Wir gehen wieder ab in die Highlights und davon gab es eine Menge in dieser Partie. Repräsentiert von Gastronomie und Catering Schneider. Der SFC Nürnberg wird präsentiert von Schulz Gebäude.